Wie installiert man Custom Skins in Deadlock? Da Deadlock ein Valve-Game ist, bedeutet das auch, dass man das Spiel modden kann. Einige Leute aus der Community haben bereits einige Skins entworfen zu dem Spiel. Wenn ihr jetzt so einen Custom Skin verwenden wollt, dann geht das extrem einfach. Ein paar wichtige Infos zu der Verwendung von diesem Custom Skins noch kurz vorneweg. Nein, ihr könnt nicht gebannt werden, wenn ihr solche Custom Skins verwendet. Das hat der Lead-Developer Yoshi von Deadlock bereits bestätigt. Zweitens, natürlich werdet nur ihr diese Skins sehen in-game, weil nur ihr die Game-Files downloadet habt. Also die Textures und alle weiteren Dateien, die man braucht. Drittens, selbst die gegnerischen Helden oder eure Teammates werden auch automatisch dann diese Skins aktiviert haben, weil es sozusagen das Default-Modell überschreibt. So, wo kann man diese Skins downloaden? Und zwar gibt es eine Webseite namens gamebanana.com und hier könnt ihr alle Mods durchscrollen und könnt auch hier rechts unten auch auf Skins gehen und dann werdet ihr alle Skins sehen, die es aktuell in Deadlock gibt. Sortiert natürlich nach Popularität. Wenn ihr einen Skin gefunden habt, den ihr gerne haben möchtet, sagen wir zum Beispiel dieser Haifisch Mond Krill Skin hier, dann geht ihr hier unten links auf Manual Download. Dann öffnet sich nochmal ein Fenster und hier klickt ihr nochmal auf Download. Sobald ihr das dann downloadet habt, habt ihr eine ZIP-Datei in eurem Downloads Folder. Sobald ihr die ZIP-Datei downloadet habt, geht ihr in Steam auf Deadlock, Manage, Browse Local Files und dann kommt ihr hier in euren Deadlock Folder. Hier geht ihr auf Game und dann auf Citadel und hier erstellt ihr jetzt einen neuen Folder namens Add-ons, genauso wie ich es hier geschrieben habe. In diesem Add-on Folder, hier werdet ihr die ganzen Skins reinkopieren, also die extrahierte Datei werdet ihr hier reintun. So, dann gehen wir jetzt hier auf die ZIP-Datei, drücken Extract, wählen hier diesen Add-ons Folder aus, Select Folder, Extract, fertig. Jetzt das nächste, was ihr auch noch machen müsst, in dem Citadel-Folder müsst ihr hier einen File namens gameinfo.gi finden. Das öffnet ihr mit eurem Texteditor. In meinem Fall habe ich jetzt hier Notepad++, aber ihr könnt irgendeinen Texteditor verwenden. Und hier gibt es einen Teil, nämlich hier Search Paths. Diesen Teil müsst ihr ersetzen. Dieser Teil sieht bei euch natürlich davor noch etwas anders aus. Ich werde auch den Text in die Videobeschreibung reintun und dann könnt ihr es einfach rein copy-pasten. Sobald ihr das gemacht habt, geht ihr dann auf File und Save. Dann könnt ihr die Datei schließen und jetzt habt ihr schon alles gemacht. Wenn ihr jetzt das nächste Mal in Deadlock reingeht, dann werdet ihr bereits alle Skins freigeschaltet haben. So, das war's bereits. Ganz kurz und knapp zum Punkt. Viel Spaß mit den Skins und bis zum nächsten Mal.